recorded. What? Dat is jullie zwaar toch, hè? Zonder dat ze het voortzelt nog schaat. Hoor Hendrik. Das Wetter ist voll auf unserer Seite, wie immer bei unseren Projekten. Wir ziehen es auf Laben, man glaubt es kaum, ist eigentlich auf dem Küstenstreifen, da in den 300 Kilometern, um abdecken. Der einzige Ort, wo man keinen Regen hat. Also ziehen wir es auf Laben. Du hast ein bisschen weiter schlafen. Weiter schlafen, du gute Sicht. You are a pirate. Oh. Chantal, voll leise. Sag einmal Erdbeertörtli. Und sie finden das so lustig. Ja, nein, das ist nicht so gut. Oh, du Golixinelli. Fuck, alles zusammen und könnt irgendwo gerne zum Morgen essen. Es ist 8:45 Uhr, wir haben jetzt etwa 3/4 Stunde, um alles aufräumen und Abreise separat machen. Auch die Küche und alles. Wir haben sogar noch das Cordon Bleu vor, ich von gestern, richtig geil. Aber das Ganze kommt jetzt alles in ins Bus rein. Das Vorzelt am Schluss noch, weil es nass ist. Und in einer Viertelstunde fahren wir ab. Im Leben, du! You got to let it go. 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 Wir haben aufgegeben. Es sind also zwei Frauen geholfen, aber das hat auch nicht viel gebracht. Nächster Schritt zum William. William ist unsere letzte Hoffnung. Gehen wir mal fragen, was er dazu meint. Also, die Elin hat uns helfen. Der William hat übersetzt. Vor allem haben sie jetzt einen technischen Dienst angerufen und die werden jetzt zu unserem Platz geschickt und werden uns hoffentlich dort aus der Scheiße rausholen. One time we try to push him. Soll ein Seil führen. Was ist deine Idee da? Ja, nur, no, push it. Easy. Also, ihr Wagen ist jetzt auch eingesunken auf dem Kies, und uns versucht hat, rauszuziehen. Jetzt holt er irgendetwas zum drunterlegen und wir versuchen es nochmal. Aber es ist ja gut, weil an so einem Tag ist schon nichts mehr zu tun als abschleppen. Hinten kommt auch nicht. Nein. Kommt nicht mehr in den Sand nicht. Wir haben da versucht, einen Platz zu bekommen für zwei Nächte. Aber die wollten uns nicht. Wo hat er nicht gepasst? Dann wollten wir zwei Postkarten kaufen, in meinem Wert von 80 Cent. Und wollte mit einer 50-Euro-Note zahlen. Dann hat sie mir das auch nicht gegeben. Dann sind wir weitergegangen und suchen uns einen anderen Camping. Ein bisschen unfreundlich hier. Mal schauen, vielleicht finden wir etwas Besseres. Next Camping. Und schauen, wie die uns so empfangen. Also die wollten uns auch nicht. Die sind einfach noch nicht ready für Campervans.
ab zum nächsten Camping. Mal schauen, wie die es so haben. Also die sind wieder in der Mittagspause. Aber hat uns so eine nette Lady jetzt gerade erklärt, dass die auch nicht ready ist für unser Vito. Die haben halt auch ein Problem, dass wir halt die Burger schon gesehen haben, dass das Zeug halt auch versinkt. Wieder ein Camping, vielversprechender Camping, nice Location, schönes Aussehen. Hoffentlich ist es der. Hey, hey, es klopft! Hey, geh weg mit dem Scooter, sonst wirst du flatter. So, ah ja. Stay one more night, you know that my love is true. Let's make things right, I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Anderer Platz, gleiche Geschichte, Camper steht wieder. As always, Sachen sind nicht parat zum wieder brauchen. Wir haben WLAN, das heisst, ich könnte noch das erste Video aufladen, auch schon am Montag. Küche steht, jetzt wird es erst wieder mal gechillt. Dann gehen wir in die Städtli, gehen posten und dann schauen, was der Tag noch so für uns übrig hat. Cheers! Ankommen in... Ja, wir haben das WLAN-Passwort. Eingerichtet in Catalinea. Falsch. Catalinena. Und es gibt so einen gemütlichen Mittag. Es ist irgendwie 3. Den ganzen Tag noch nicht gescheit gegessen, aber easy. Ein paar hergekochte Eier. Dann geht es ins Städtli. Posten. Den Strand abchecken, wie es aussieht dort unten. Dann haben wir eigentlich so die wichtigsten Sachen für heute erledigt. Da werden wir jetzt 3 Tage bleiben. Darum nehmen wir es gemütlich. Gut, also bei uns geht es jetzt zum Intermarché. Viertelstunde Fussmarsch geht rüber. Wunderschöne Hauptstrasse mit nur ein bisschen Verkehr. Der Einkauf ist gemacht. Warte. Fuck, ich habe den Krieg verloren. Keine Ahnung, wo der Krieg ist, aber ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, wo er sein könnte. Hat wieder angefangen zu schiffen, aber das ist jetzt voll okay, weil wir pflanzen jetzt zurück im Camper. Und je nachdem gehen wir noch ein bisschen betteln, Videos schneiden, chillen, den Abend ausklingen lassen. Mal schauen. Wichtigste Utensilien: der Besen für den Sand, die neue Pfanne für den Gemüse, die Mättel für den Sand. Das erste Video. Das ist so geil. Ich habe noch etwas. Jetzt kommt's. Wenn es steht, dann steht er. Also, das Video ist fertig. Das erste Video, das haben wir wahrscheinlich schon vor irgendwie einer Woche gesehen oder so. Es wird aufgeladen. Nicht mehr wundern, was ihr davon haltet. Boschek ist fertig mit Videoschneiden. Ich kümmere mich jetzt gerade im Moment um die Nacht. Es gibt Gemüse mit Pasta und ein bisschen Pulle. Das riesen Rüebli haben wir. Nachher mal noch duschen, das Nachtessen. Am Morgen sollten die Wellen gut werden, nicht sich. Und ja, ich meine, es hat sich gut kochen mit einem bisschen Portwein. Bis dann. Richtig nice, mäßiges Kochen. Der Tag geht langsam am Ende zu. War ein interessanter Tag. Jawohl. Trotzdem, wir geniessen unsere Zeit. Wo geht's aufs Brett? Ausgang gibt's heute sicher nicht. Aber nochmal ein Gläschen Wein, wo drin liegen. Wir wünschen einen schönen Abend zusammen. Bis zum nächsten Video. Peace. Make things right. You just have to believe in faith.